Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft The End zusammen mit Daniel hier. Jo, moin. Zusammen mit Maxi. Hallo. Wir sind hier in unserer Hütte mit diesem schönen stylischen Nein, Ender. Ich höre einen Ender. Ja, ich höre auch einen. Meine Spielsounds sind krass laut. Ich habe kein Interface. Krass. Boah, ist das laut hier. Was ist denn das hier? Musik und Geräusche. Machen wir mal auf die Hälfte. Sind sie da unten in unserem Haus? Ja, wohl nicht, ne? Oh nein, da ist so ein Wichser. Oh, stirb! Was ist denn los bei dir da unten? Mensch, jetzt. Oh Gott. Ein Ender fickt mich. Ein Ender fickt mich. Der baut unser Haus auseinander. Dieser Wichser. Sorry. Weil ich eskaliere gerade so ein bisschen. Der hat mir schon richtig so einen Direct-Instant-Hit. Hallo. Ey, ich glaube, die. Nein. Weg. Oh, mein Interface ist weg. Boah, so. Hast du gerade was gesagt? Ich hab's nicht mitgekriegt, weil mein Interface gerade weg war und. Alter, mit Tastatur stresst wiederum. Ich hab aus Versehen meinen Sound gemutet und dann habe ich einfach erstmal instant gar nichts mehr gehört, ey. Boah. Das hat so. Ich räum mal hinten so ein bisschen hier gerade den Pit auf mit den Spinnen und so, ne, weil die sind so ein bisschen hässlich. Uff! Ah, was bist du denn hier für das ist ein Kasper? Ach so, das ist Holz. Das ist geil. Mensch, du! Meine Güte. Nur aufregen, ganzen Tag. Wir brauchen Essen, habe ich recht? Ja. Ich fress gleich erstmal so ein verrottetes Stück Scheiße. Was ist Creeper tagsüber eigentlich dann so friendly? Ich kann hier mal ins Wasserloch reinprügeln. Hier. Nein! Nein! Du bist. Oh, cool. Cool. Ja, das war beabsichtigt. Das war geplant bis ins kleinste Detail. Das finde ich gut. So, dann wollen wir den Pool irgendwie mal ein bisschen vergrößern oder so. Also anders bauen, weil so sieht der ja doch schon so ein bisschen hässlich aus, oder? Da! Ja, was ist das? Ich glaube, der ist nicht gegen mich. Ja, nee, spawnt sich ein Ender rum. Hier teleportet sich gerade zum Enderlappen rum. Wo ist unser Haus? Da hinten, gut. Soll ich mal einen Hühnerstall bauen? Oh! Ja, wenn wir Hühner haben, wenn wir Hühner hätten. Bert! Der nächste heißt Fredo. Oh, ey, das ist immer noch zu laut. Und nicht, dass der dann auch meint, er müsste nicht mehr bei uns sein. Ja. Ey, jetzt mach doch eben hier. Ey. So. Wie groß muss das ungefähr sein? Über Zäune können sie nicht rüber, oder? Hühnchen? Nee, nee. Jetzt sind hier auch Lappens. ja. Hast du es schon mal geschafft, ein Tor wirklich, wirklich falsch einzubauen? Ja, so dass es quer da drin sitzt, ne? Naja. Ja. Das sieht irgendwie ein bisschen, tja, beschränkt aus. So, jetzt hier. Das ist gut, ist gut. Ja. Schade. Kann man Hühner irgendwie dazu bringen, mehr Eier zu legen? Oder dass aus den Eiern wirklich was rauskommt, so? Nee, das wird, glaube ich, auch verringert, dass nicht aus jedem zweiten Ei da so ein Huhn rauskommt. Ich glaube, aus jedem zehnten ist das erst. Richtiger okay. Müll. Aber ich glaube, irgendwo konnte man Hühner mit locken. Waren das hier so Samen? Ja, Mann. Ey, ich kann hier so Hühner locken. Komm, put. Put. Und was für Samen sind das? Das sind die ganz normalen. Ich mach das schon. Ich habe hier drei Stück und das passt schon. Ah, ich habe auch Samen. Oh ja. Komm mal vor die Tür bitte, ich habe hier so drei Hühner. Warte. Fred, Andy und Stevie, so nenne ich sie jetzt. Nur wer ist es denn? Weiß ich nicht. Oh nein. Nicht ins Wasser rein. So. Wo ist denn dein Hühnerstall hier? Ja, die machen hier gerade Liebe, warte. Ist das hier der Hühnerstall? Oh! Komm rein. Oh. Ey, ich habe drei Hühner hier reingelockt. Ich schwöre dir, daraus ist so ein Süßer entstanden. So ein ganz das auch das hier. Was? Ah. Oh. Jetzt haben sie hier so ein. Der Kopf ist größer als der Körper. Ich kenn das, das ist das Süße daran. Nee, ihr bleibt schöner drin. So, ich bin mal weiter hier auf Samensuche.
Damit ich gleich ein bisschen was anpflanzen kann, so ein bisschen. Ja, komm mal hier. Gut, gut, gut. Wo ist denn unser Haus? Ach, da. Gut. Gut, gut. Gut, 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 gut. Gut, gut. Gut. Ja, bist ein ganz feiner, bist du. Interessante Gefilde sind das hier. Jo. Aber wenig Gras wächst hier. Wir müssen so ein Grasland finden, wo so alles voll mit Gras ist. Da rennst du nämlich ja mit so einem Klöppel durch, klöppelst das Ganze da alles kaputt und ich habe Schafe gefunden. Yeah. Und noch ein Hühnchen. Ich habe eine krasse Idee, boah, wie man hier Hühner richtig in den geil. Hühnerstall lockt. Ey, ich habe hier was richtig Geiles gefunden. Das ist so eine praktisch so eine, ein offenes Gewölbe nach oben. Das muss man uns mal merken hier. Das ist echt cool. Da sind auch zwei Schafe drin. Ich glaube, die sperre ich hier mal ein. Wenn ich einen Zaun hätte oder ich glaub, ey, das ist eine krasse Idee. Was? Wie man Hühner in den Hühnerstall lockt. Wie denn? Warte. Ich hab dann so einen Block hier. Oh, ich hab den Diamanten noch dabei. So einen Block Dirt vor den Hühnerstall gesetzt. Und ja, dann die hüpfen hier drüber, ja, ja. Ich hab's durchs Tor gemacht, bei mir sind die durchs Tor auch durchgegangen. Der Schafi, gehst du da hinten mal bitte wieder hin? Da hinten hin? Da rein? Hier, da, gut. Aber ich könnte eigentlich doch hier einbasteln, so. Hm, ich glaube, das Huhn backt so ein bisschen. Ja, das steckt im Zaun fest. Egal, egal, egal. Egal. Kann ich hier, ne? Hab ich hier ein Dings? Ne, hab ich nicht. So, kleinen Crafting-Tisch. Hm, wo ist mein Holz? Da. Ich brauche immer so eine Motorsense. Fang an zu ackern. Oh nein, da sind schon wieder die hässlichen, Maxi. Wer sind denn die hässlichen? Ja, welche wohl? Mit dem Hut? Nee. Jetzt sind die oberhässlichen. Okay, und wer sind die hässlichen? Zombies. Na, jetzt zwei Schafe drin. Wo ist das zweite Schaf? Ey, Schafi. Schaf. Ich immer. Komm. Mit dem. So, ich nehme einen Buddel-Apparello, ja. Da rein. Mensch, du bist. Jetzt geht doch da rein. Suchen hier für ein Hirn. Da rein. Ja, 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 ja. So, da bleiben. Ich habe schon so eine richtig krasse Idee. Ich habe uns mal so einen externen Stall gebaut für Schafe. Okay, finde ich gut. So, dann bauen wir das hier erstmal zu. Und das auch noch dicht machen. So, ein kleiner Mittelpfosten hier drin. Das ist doch gut so. Dann können die da drin bleiben und die rennen dann halt nicht weg. Da sind sonst noch so ein paar Pilze. Und ich gehe mal hier so langsam gleich wieder nach Hause. Hab ich irgendwie was zu essen dabei? Nur so ein paar Dinger. Oh! Also ist, was ist mit dir? Ja, aber so ein Creeper. Ein creepiger Creeper. So. Ja. Ah, da kommt so ein einer mit der hässlichen Nase. Aua! Ich glaube, mein. Ey, eigentlich ist so ein Holzschwert ja noch fieser als ein Eisenschwert, ne? Oder als ein Steinschwert, weil du schlägst ihn ja mit dem Holz. Und umso kaputter das Ding geht, umso mehr splittert das ja eigentlich. Dann jagst du den ja voller Splitter. Ist ja nicht voll mies. Hm, aber es ist halt stumpf. Von daher ist es eigentlich nur ja, der stimmt. Schmerz und nicht das, ne? Ja, normal würde man mit einem gut scharfen Eisenschwert... Ach, oh, da sind schon wieder hier? Meine Freunde, da... Oh! Mit einem gut... Hallo! Wo ich mich ran hatte. Ich bewundere den Typen, der verputzt drei ganze Hähnchen innerhalb von 20 Sekunden. Komm doch ran.
Oh, das war ein Game Shot, ey. So, meine Hühnchen, gute Nacht. Such mal Wolle, wenn du findest. Ja, ich habe zwei Schafe schon gesichert. Nee, du da hinten lässt mich mal in Ruhe. Kannst hier auch mal so ein bisschen Liebe machen, dass ein kleines Schaf dabei rauskommt. Du musst, Dingens, du musst die... Du musst den Weizen geben, da wir noch keinen Weizen haben, geht das nicht. Ich habe schon welches angebaut, glaube ich. Ja, angebaut, aber das musst du ja wirklich da ausgewachsen den geben. Ja, ja, ja. Ich bin ja schon auf so einer kleinen Samentour. Das klingt leicht falsch, aber ich denke mal, alle wissen, was gemeint ist. I see. Ich reiße hier gerade alles Gras ab. Boah, hier wächst auch nirgendwo mal so richtig schön Gras. Und diese komischen Büsche, aber es ist auch ein riesen Wald. Ey, da hinten ist ein anderer Wald. Ich bin mal ein bisschen weiter entfernt, so eine kleine Expedition hier gestartet. Ne? Ich hoffe, das ist für dich okay. Du managst da zu Hause ja alles. Bin da schärfen überzeugt. Was? Nee. Also das will ich doch schon, dass es vor mir geklärt wird. Das ist was? Dass es vor mit mir geklärt wird. Ist ja nicht so weit weg, ne, nur so. Ja, ja. Oh oh. Ich sollte mir echt ein neues Schwert machen, bevor ich weiter hier rum links. So. Unser Haus ist doppelt gesichert, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Machen wir so einen Baller hier. Ah! Dann jage ich wahrscheinlich erstmal das hier kaputt. Hexe, 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 lass mich. Hilfe! Böses Hexi. Böses Hexi. Ne. Hier, nimm mein Schwert. Ist eh kaputt. Ein zweites noch mit? Ja, ein Holzknüppel hier. Ja, super. Da kommt Creeper, 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 Creeper. Aha! Zwei Spinnen. Oh, Alter, was geht denn hier ab? Oh, was fuck, ist denn oh, das fuck, hier für oh, eine. Oh, fuck, oh, ich renn nach Hause. Oh. Ich hab keinen Bock mehr. Was wollt ihr denn? Geht weg! Ah! Boah, aber das Holzschwert hat nicht so eine große Reichweite wie ein Steinschwert. Ach komm! Nein! Was? Junge! Das war die pure Penetration! Ach, ja. Ender, hier ist irgendwo ein Enderman, ich gucke jetzt mal nicht so. Was? Sorry, aber das pisst übel an, wenn da 10.000 Skelets sind, Alter. Was bitte? Wollen die denn, Alter? Die spawnen da vor meiner Fresse, ey. Ah! Lasst mich. Ich hab dir nichts getan. Geh jetzt erstmal mein Zeug wiederholen, ey, ohne Spaß. Mach das. Ja, verpisst euch doch, ey, bitte. Ja! Ja, warum trifft er mich denn? Aua! Junge, wie viel... Hilfst du mir mal, vielleicht? Ich bin unterwegs. Wo bist du denn überhaupt? Weiß ich nicht. Unterwegs. Keine Ahnung. Hinterm Haus ja, dann, oder so. Ja, toll. Was soll denn der Müll, Alter? Ja, komm mal zum Haus, bitte. Ja, ich bin beim Haus. Wo überall Zombies sind. Ja, jetzt rechts, 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 rechts. Ich geh rein. So. Oh, Mann, da kommt so eine Olde. Ha! Guck mal, zum Fall. Alter, da fehlt so ein Stück von unserem Haus. Was ist denn das hier für ein... Die Omis soll sich verpissen, Alter. Scheiße, und ich jetzt hier drin abkacke wegen dieser Scheiße, ne? Schnell nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Hilfe, Angst, Angst. Lass mich raus. Alter, das ganze Haus hat... Boah, ich hab ein halbes Leben, krieg ich jetzt hier einen Hit, ne? Ich bin sowas von weg. Was haben wir denn Nettes hier bei uns? Ich hab hier ein paar Autos. Hast du irgendwas zum Schlagen? Ich hab gar nichts dabei, Alter. Warte, ich hab hier was zum Schlagen. Moment, hier, da. Ja, danke. Ich gehe in den Kampf. Nein, lass es. Es ist nicht gut. Regeneriere um. Ey, die Omis ist in unserem Haus, schwöre dir. Was? Ja, die ist da. Da. Hattest du Gold und so eine Scheiße bei dir? Ja. Ich komme. Ich wusste nicht, dass solche verkackten Omis da auch solche
Schadenstränke werfen. Ja, die machen nur solche Vergiftungsgeschichten, die dann immer noch ein halbes Leben noch übrig lassen. Nee, die können die auch bös geben. Gib mir mein Stuff bitte wieder. Oh. Ja, warte, ist da alles in der Kiste? Ich nehme mir mal ein bisschen was, ne? So. Hm. So ein bisschen, weiß ich nicht. Was zum Schlagen und so. Kommst du mit? Mir. Was willst du, kackolle Spinne da eigentlich, ey? So, nimm Pause mal. Ich mache mir erstmal jetzt hier Werkzeuge. Und das mache ich oben, in Ruhe. Ganz ehrlich, soll ich auf meinen Stuff scheißen? Nee, eigentlich nicht. Komm mit. Komm mit, helf mir. Ja, ich kann nicht. Ich habe nichts. Ich habe kein Schwert und Janisch. Lass mich das doch eben noch mal eben machen, ey. Ja, dann ist vielleicht schon zu spät für mein Zeug. Das ist schon cool. Alter, diese Creeper, die regen mich übel auf. Ich bin gleich soweit, okay? Gib mir. Ja, wahrscheinlich ist mein Zeug eh schon weg. Nein, das despawnt nicht so schnell. Weißt du, da ist schon wieder so ein hässlicher. Habe ich denn hier Stein? Ich habe. Ah, Moment mal, ich habe eine Idee. Meinst du, das Stein habe ich? Ja, Moment. So. Ich wäre sowieso dafür, dass wir das alles nach oben zu verlegen. Alter, das Ding hat mich ja mal übel weggeschellt, ey. So. Das halbe Haus ist unten kaputt. Mm. Und wahrscheinlich unser Hühnerstall auch. Ja. Bin ich eigentlich komplett blöd. So. Okay. Willst du auch ein Eisenschwert haben? Nee, ich hätte gern was zu essen. Okay. Obwohl Eisenschwert, ja. Hier. Jetzt hab ich's hier, da. Was brauche ich noch? Ah, das wär's eigentlich erst. Ey, das nimmst du all wieder, du Lümmel. Hier. So, danke. Und los geht's. Essen. Essen habe ich nicht. Ich habe nur, ja, ich habe rohes Hühnchen. Warte, ich koche dir das eben oben. Hauptsache, ja, oben im Ofen ist raw handle. So, dann lass uns in den Kampf. I have a bow. Los geht's. Boah, hier ist ja alles. Ey, der ganze Hühnerstall wurde weggerissen. Was ist ja, denn das? Ja, ach hier? Nee. Da haben sich zwei Creeper in die Luft gejagt. Oh, mein ganzes Zeug, Alter. Yes. Wollte ich nur mal so testen, wie das hier so ist mit so Pfeil und Bogen. Wir brauchen unbedingt was gegen die Creeper. Irgendwie so TNT oder so. Ich hab Pfeil und Bogen. Nee, dreh den hier gerade vorne schon weg. So, ich glaube, ich hab mein Zeug wieder. So, nee, da liegt noch was. Hier hinterm Baum bin ich da auch mal abgekackt, oder? Ne? Ey, hier oben ist eine Höhle drin. Wie geht denn die rein? Na gut, ich hab Fackeln dabei. Hast du alles? Ja, ich glaub schon. Ey, hier ist die richtig dicke Höhle, Alter. Ich geh mal wieder runter. Komm mal mit. Nee, ich will jetzt nicht in eine Höhle. Ich will jetzt erstmal mich selber ein bisschen organisieren und ich will unsere Hütte mal ein bisschen vernünftig gestalten. Die geht nämlich gar nicht. Danke. Nee, also von innen ist die komplett kacke. Also immer... optisch findest du die gut? Ist mehr ein Bunker, ne? Aber ansonsten geht das wohl. Ja, das soll ja auch ein Bunker darstellen, ne? Ist ja auch erstmal nur... Jetzt piss dich da im Hühnchen. Jo, also viel von Ende hat das Ganze hier noch nix, ne? Bis auf das... Ja, weil wir können uns auf Ende noch gar nicht konzentrieren. Nee. Das ist ja wirklich... Der hat hier ja alles zerdetscht, Alter. Ja, richtig, ich glaub, das Haus kaputt gemacht. Ich hab gerade Creeper gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Creeper findest du hier wie Sand am Meer, ey. Nee, ist also wie Sand, das findest du auch. Nee, doch Creeper. Ich mach dir meinen weg, der... hat's echt verdient, dass er einen auf die Fresse kriegt hier. Diese hässlichen Kack-Kreaturen. So. Die Kuh ein bisschen was von mitgekriegt. Wo ist denn die Kuh jetzt hin? Sondern die Kuh ist tot. Na super. Doch, der hat die Kuh mitgerissen. Kuhschubser, war ich gar nicht. Ja. Ah ja, Aua. Obwohl ich sagen musste, dass man das... Weißt du, was ich jetzt hier vorne mal mache? Dieses scheiß Weizen reiße ich immer nochmal weg. Sorry, aber das ist eh noch nicht gewachsen. Boah, wie tief geht denn das da runter?
So, wir brauchen echt noch was für die Hühner, dass sie rein können. Kümmerst du dich mal um die Hühnchen? Ja, mach ich. Dann mach ich hier derzeit mal ein richtiges Feld. Was wollte ich eigentlich machen? Ach ja! Geh weg da. Danke. Okay, so auf jeden Fall mal nicht. Weißt du noch, wie man Dingens baut? Treppen? Treppen. Zäune. Mit Sticks, Zäune, ne? Ja, du machst Stickchen und dann so unten die 6 Felder ausfüllen. 3x2. So, räusper. Was wollte ich denn gerade machen? Eimer und eine Hacke. So, Fans, kommt dahin. Komm, weil wir es können hier, fangen an zu ackern. Time to farm. Tastatur hat auch keinen Bock zu farmen. Also mit meiner Tastatur, die hat irgendwie leichte Probleme, was die Batterien betrifft. Boah, hier ist ja alles im Sack hier vor der Haustür, du. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, wir haben noch ein Hühnchen. Wollen wir es Rudolf nennen? Ein Hühnchen ist besser als kein Hühnchen. Ja. Ne, das ist ja gar nicht die Hacke dafür. Ich nehme mal den Klopper hier. Jawohl. Hey, wir haben Hühnchen im Haus. Wie geil ist das denn? Und jetzt sehr baue geil. Ich hier sowas. Das. Die Hühnekiss. Da. Ja, das passt mir nicht ganz so gut. Wir scheißen hier mal auf Terraforming, oder? Hä? Auf naturelles Terraforming. Ich baue jetzt einfach hier diesen ganzen Scheiß hier ab. Ach so, ja. Darauf können wir gerne scheißen. So. Hast du noch irgendwie einen Samen für mich? Ja. Gut, kannst du mir den eben reinschmeißen? Nee, du kommst zu mir und holst dir den. Ich renne jetzt nicht wieder hinten hin. Sorry, aber Hashtag ist so. Okay. Bin vor der Haustür. Hey. Wo? Da. Okay, gut. Schnell. Hast du noch mehr? Nein. Doch, okay. Oh, die brauche ich jetzt selber. Einer reicht. Bist ein Geiziger, du. Nee, ich brauch die. Okay. Hat nichts mit Geiz zu tun. Hat etwas mit... Was macht das Huhn da? Könntest du vielleicht bitte hier das Huhn mal weg organisieren? Das ist ja mir gerade so ein bisschen im Weg. Ich mauer es. Dann schlag's tot. Wie macht man so einen Zaun für die Chicken Farm? Ich hab dir gerade schon mal gesagt. Du machst einfach unten diese Stöckchen 2x3 in dieses Ding rein. So, falls sich manche von euch fragen, was ich hier gerade mache, ich versuche gerade mal ein bisschen hier vor der Haustür ein bisschen Ordnung zu schaffen, weil wirklich hier alles komplett im Sack ist. Das sieht hier einfach mal komplett kacke aus. Ich versuche gerade mal so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Kann sein, dass er jetzt mal kurz einen schwarzen Bildschirm bekommt. Ich muss mal kurz einmal was umstellen. Moment. So, ja da. Ja. Dürfte eigentlich so adäquat sein. Mal hier vorne ist auch noch zu, einfach weil wir was können. Oder auch eben nicht. Egal.
Man muss sich nur zu helfen wissen. Okay, das war jetzt dumm, weil unten brauche ich eigentlich noch. So. Hast du mich vermisst? Warum? Weil ich gerade kurz weg war. Nee, ich habe mich nur gewundert, warum du nie was gesagt hast. Deswegen habe ich halt hier sogar so ein bisschen was erzählt. Ja. Es pisst einfach an, weil meine Mutter kommt und meint, oh, hier, machen das und das, ne? Eigentlich hätte ich einfach nö sagen müssen. Wie macht man denn jetzt dieses... Nein, du Scheißhuhn! Wie macht nicht man jetzt? Dein Ernst, ich hab dir jetzt zum dritten Mal gesagt, wie man diese verkackten Zäune macht. Du machst einfach diese Stöckchen... Ja, ich rede von dem Zaunfans-Ding. Kack. Ja, will ich doch gerade sagen. Ja. Sag ich doch auch von, du Hirn. Ja, Hirn. Dieses, nicht diese Zäune, sondern diese Klappe für die Zäune. Ach, das sag das doch. Sag doch einfach einen Zauneingang. Doch. Nee, du hast immer gesagt, ich rede von den Zaunfans. Und das ist eigentlich nur das deutsche Wort für Zaun, das englische Wort für Zaun. Jetzt mach doch eben einfach, Junge. Nee, jetzt nicht. Ich bin Bock. Okay. Ganz ehrlich, nein, dann krieg ich das Huhn da. Du machst einfach Dingens. Zweimal, also zwei außen, wie du einen normalen Zaun machst, machst du einfach außen so zwei Stöckchen und in der Mitte zwei normale Holzblöcke. Okay. B. Boah. Außen zwei Holzstöckchen, genau wie du einen Zaun halt machst. Außen zwei Stöckchen. Ach so. Und innen halt dann, ne? So. Puh, nimm meinen Samen. Ist das? Ja, lecker, lecker, lecker. Ja, das wird dir schmecken, wa? Kriegst du nicht, haha. Willst du bitte aufhören, so zu reden? Das Warum machst du das dazu? Wieso? Das sieht so total kacke aus. Oh, Junge. Oh. Lass das doch mal eben. Ja, wieso? Was willst du denn machen? Ja, ich will da so, dass das Huhn Außen- und Innengehege hat. Nicht dein Ernst. Ja. Okay. Dachte ich doch gerade. Bin gerade so ein bisschen angepisst, sorry. Ja, ich merke das wohl. Ja. Das liegt aber nicht an dir. Danke, das erfreut mich jetzt sehr. Boah, deswegen habe ich es dir ja gesagt. Die Hütte ist... Ja, jetzt hier noch meine Hütte schlecht machen, oder was? Deine Hütte? Ja, ich habe sie gebaut, also... Was will das denn jetzt schon wieder? So. So, ich mache hier vorne jetzt erstmal ein schönes Weizenfeld hier vor der Tür. So, aber so dürfte das doch gehen, oder? Nicht aus der Tür rausgehen, nicht aus der Tür rausgehen. Ich höre es immer noch knirschen. Weil diese Kackspinnen, Alter, die regen mich so auf, ne? Wir müssten eigentlich eine Angel bauen, dann können wir Hühner angeln. Mhm, ja. Kannst du machen. Ist nicht so kompliziert. Brauchst einfach nur ein bisschen, Dingens für. Boah, ey, Tastatur. Das ist nicht geil, wenn man so außen vor der Tür sich nicht bewegen kann. Die nervt so ein bisschen rum, ne? Ja, merke ich. So. Wie mache ich denn das? Hi. Warte, ich probier's jetzt mal. Jawoll! Auf den ersten Versuch, du Mann, bin ich gut. Warum fällt das Huhn da nicht rein, wenn ich die Truhe aufmache? Das ist aber was. Keine Ahnung. So. Dann mache ich da mal so ein Ding. Ich würde ganz gerne eine Runde pennen, aber wir können nicht, weil wir kein Bett haben. Aber. So, dann mache ich das hier mal weg. Ey. Und jetzt versuche ich Hühner zu angeln. Das ist schön. Das klingt irgendwie leicht komisch. Aber gut, so, jetzt mal erstmal jetzt hier eine Schaufel, und zwar eine Eisenschaufel. Sag mir eben, wo ist denn das nächste Huhn?
Weiß ich nicht. Hier unten im Haus ist ein Huhn. Ja, das kann ich aber nicht angeln. Okay. Obwohl. Kann ich ja nicht machen, ne? Eigentlich müssten wir irgendwie mal was schlachten. Hast du irgendwie noch ein bisschen Fleisch oder sowas? Ich hatte eben ein bisschen Hühnerfleisch, muss ich leider selber verdrücken. Baby-Zombie! So, du kommst jetzt mit. Oh Gott, ist der hässlich. Ist du ja, für einer? Ey, willst du mal Baby-Zombie sehen? Nee. Boah, ist der schnell! Boah, ist der schnell! Die sind erst nicht nur schnell, sondern die machen auch übelst Schaden. Nein, das machen sie nicht. Guck dir den mal an, diesen kleinen Kacklappen hier. Oder kommt Power-Zombie. Und hier ist ein großer Kacklappen. Ich nehme den großen. Oh nein, nein, kommt so ein hässliches. Ich mach den Zombie hier vorne platt. Da vorne ist noch ein unter Baum. Und Creeper. Ach, nein! der fetzt hoch. Noch ein Creeper da unten. Ja? Der bläht sich auf. Boah, ey, ich mach das hier nicht weiter. Das ist mir zu riskant. Hier sind überall Skelette und Creeper. Das ist hier zu viel, der Duden. Das war Folge Nummer 3, die mir zum Glück nicht einfach so abhandengekommen ist wie der Vorgänger. Wir haben jetzt einfach halt erstmal so versucht, Essen und Tiere uns zu besorgen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.